Okay, der ist da gelandet. Treffen die Pfeile nicht? Okay, der auf keinen Fall. Wow, spinnst du denn? Lydia, Hilfe! Oh, das ist der Typ, den wir töten sollen. Gott sei Dank verkriecht er sich da. Wäre ziemlich blöd, wenn er jetzt sterben würde. Eben Erzbogen. Perfekt. Nicht auf mich. Lass mich schön in Ruhe. Ja, genau dafür wurdest du ausgebildet. Das ist übrigens der Typ, den wir töten wollen. Genau dafür wurdest du ausgebildet. Ja, du leistest hier wirklich viel. Das Überwiegende macht man eben als Bogen. Schießkunst verbessert auf 65. Perfekt, und ein Stufenaufstieg. Und Drache 1 tot. Bleibt nur noch einer. Nehme ich davon keine Seele auf? Ah doch, jetzt. Älterer Drache, Ebenerzpfeil, Stahlpfeil, Gold, Eisenpfeil. Okay. Na komm schon, wo ist er? Drachenseele aufgenommen, sehr schön. Klappt doch super. Nee, nee, da trinkt man Heiltrank. Jetzt sterben wäre sowas von unschön. Mehr haben wir nicht. Okay, doch, hier noch. Das war's mit Heiltränken, okay. Schnell die Heilung auswählen. Los, Lydia, wir schaffen das. Zack. Perfekt. Ebenerzpfeil, Stahlpfeil, Gold, Eisenpfeile. Sehr schön.
Sehr schön. Und damit haben wir zwei Drachen auf einmal besiegt, beziehungsweise zusammen mit den ganzen Stadtwachen logischerweise. Oh, und der hat's nicht so gut überlebt. Die Wache von Einsamkeit. Das tut mir aber leid. Dürfen wir eigentlich so reingehen? Probieren wir es einfach mal, weil da drin liegt ja schließlich sein Reiseplan, den brauchen wir ja. Ich habe mal überlegt, Leute, ich denke mal, dass ja, ich aus dem ganzen Geschnibbel da nur ein Video machen kann, anstatt zwei, wie ich sonst immer hatte. Hat Vor- und Nachteile, werdet ihr dann selber beurteilen können. Aber okay, erstmal gucken, ob wir drinnen den Reiseplan finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr im Falschen seid. Okay. Moment. Gebäude seid. Stellen wir es einfach mal. Abgeschlossen, optional, stiehlt den Reiseplan. Perfekt, wieder raus hier. Ja, das ging ja mal problemlos. Ich dachte schon, wir müssen ihn vielleicht töten. Aber okay, wenn er uns den Plan freiwillig gibt, dann ist es ja super. Mehr freiwillig nicht wirklich, aber immerhin, wir haben ihn. So. Neue Stufe. Wir setzen mal auf Gesundheit. Ja, wir können ja mal gucken, was wir bei Blocken haben. Wir wollen jetzt ein bisschen die Blockenfertigkeit verbessern. Blocken ist wirkungsvoller. Okay, machen wir einfach mal. So, dann gucken wir uns nochmal den guten Reiseplan von unserem Freund hier an. Morn, das Abend, Einsamkeit, Schloss, Elend, Essen und Schlafen, Winter im Palast der Königin, Kaserne, Middard Riftern. Okay, Morndas am Morgen. Und wo ist der Morndas? Einsamkeit. Ah ja, dann reisen wir mal nach Einsamkeit, in die Stadt Einsamkeit. Dann wird er hier so also hinreisen, wenn ich es richtig verstanden habe. So. Oh, da ist er auch. Dann mal schauen, wo wir den hier erledigen können. Sicher den einen oder anderen Septim entbehren. Ich bin gar nicht hier. Was soll denn das? Physik Engine. Den sollen wir jetzt hier irgendwo erledigen. Hm.
Ja, sehr gute Wachen. War ja nicht so, dass wir die getötet hätten oder so. Okay. Ich überlege gerade, wie wir den am besten töten können. Danke für den Tipp mit dem lockeren Stein bei der Vitoria. Ist gut zu wissen, dass man die auch hätte ohne Kopfgeld töten können. Vielleicht geht das bei dem ja auch irgendwie. Ärger oder so? Nein. Bin ich hier nicht unangeleckt? Zurückbleiben, Bürger. Ich muss mich um eine wichtige Sache kümmern. Ja, geh. Ja. Die Göttlichen haben mich von der Straße geholt. Und sie können auch euch. Nee, nee, danke. Ich werde bestimmt keine Klosterbraut. Hier haben wir natürlich das Problem, hier ist richtig was los. Also den hier unbemerkt zu töten, könnte schwierig werden. Ich meine, wir sind hier in der Kaserne. Zurückbleiben, Bürger. Ich muss mich um eine wichtige Sache kümmern. Also gut. Jo. Tja, Lydia, was machen wir jetzt, ne? Warten? Okay, dann warten wir. Boah, die guckt aber böse. Hat ein bisschen was von Lara Croft, oder? Naja. Wollen wir eine Stunde warten? Wir riskieren es mal gucken, wo der dann hin ist. Natürlich ein bisschen blöd, dass wir jetzt nicht genau wissen, wann wir den wo am besten töten können. Wir können jetzt natürlich auch hier mitten in der Stadt töten, das Kopfgeld bezahlen, dann ist gut, aber das soll ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Am besten wäre irgendwie in einem Gasthaus oder in einem Schlaf. Wo ist denn der hin? Müssen wir den töten? Müssen. Ich so. Ja, ich muss ihn töten. Ich dachte, es reicht vielleicht auch, wenn wir den nur die Sachen unterjubeln. Aber nein, wir müssen ihn töten. Vielleicht während er schläft. Was haltet ihr denn davon? Mal gucken, wo der hingeht. Zurückbleiben, Bürger. Ich Ja, muss mich um eine geh einfach wichtige Sache weiter. kümmern. Eines nicht allzu fernen Tages werdet ihr alle eine richtige Schlacht schlagen. Was ihr hier und heute tut. Warten wir mal 4 Stunden. Ja, ist blöd. Der muss auf jeden Fall ins Innenareal gehen. Hier draußen können wir wirklich wenig tun. Das Leben. Zurückbleiben, Bürger. Ich muss mich um eine wichtige Sache kümmern. Ja. Dann tu das doch bitte. 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr. So, das ist abends. Mal gucken, wo der abends ist. Ansonsten würde ich aber auch sagen, Leute, dann machen wir es im nächsten Video, denn das war's an der Stelle schon. Wie gesagt, ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich will auf jeden Fall dann gerne mal von euch wissen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mal schreiben würdet, wie ihr das findet, ohne Ladezeiten. Ansonsten würde ich dann sagen, Leute, schaltet das nächste Mal wieder ein, dann machen wir hier weiter und werden uns dann hoffentlich erfolgreich um ihn kümmern, wo auch immer der jetzt hin ist. Ja, in der Kaserne. Okay, dann würde ich sagen, Leute, schaltet das nächste Mal wieder ein. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Ladezeiten rausschneiden. Ansonsten, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.